Herzlich willkommen zur Meinungsfaserkarte von Thüringen 2.0 Version 2.0. Oh, der Stroh wird eingefahren. Lager. Ja, das macht er nebenbei. Nebenbei wird noch gefahren auf Feld Nummer 60. Und wir machen unser Silo fertig zum Zumachen. Das heißt, was hier noch rumliegt außen, würde ich noch entsprechend ein bisschen reinbringen. Ja, Kurs drin, kein Lohn mehr, keine Ahnung warum. Ist doch nicht so wichtig. Da ein bisschen wegnehmen. Muss da mal reichen jetzt. Wir müssen irgendwie hochkommen hier. Er kommt hier hoch mit Mühe und Not. Ja, das Montag ist die zweite Folge. Wie man sieht, Zeit geht schnell. Fahren wir rüber zum anderen Ende, machen das auch noch. Nebenbei werden wir verdichten. Auch mit der Gefahr, dass wir uns festfahren. Ich habe den Kasus 100 draufgelassen, damit wir beim Verdichten nicht auffahren müssen, sondern gleich drauf bleiben können. Und dann nach dem Verdichten können wir, oder wenn es fertig ist, wieder voll. Also ein Silo müsste eigentlich vertieft sein und dann nachher man muss noch berg runterfahren kann und zum Schluss auf eine Ebene fahren könnte. Das wäre die Sache ein bisschen leichter machen. Aber gut. Man kann nicht alles haben, ne? Zu hoch in der Mitte. Wäre aber auch gut. Und sehr viel Silage kriegen, das ist sehr gut. Kann man sich schon einiges verdienen. Muss zwar viel arbeiten dafür. Beziehungsweise viel fahren. So. Ich werde jetzt hier wieder gespattet, damit mir hier beim Verband gearbeitet wurde und ich ja nicht für jeden extra Drescher einen Kurs fahren lassen will, sondern dass nur einen Kurs fahren. Und der ist auch noch fleißig im Arbeiten, ne? Und das Stroh werden wir schön brauchen für die Tiere, zum Einstreuen zum einen, wenn das mal funktioniert später. Und ganz wichtig ist der Mischfutter, ne? Für Mist ist gar nicht mal so wichtig, das ist nebensächlich, aber wieder 30.000 Liter fast.
Ich glaube, der Radlader ist ein bisschen, die Schaufel hing unrealistisch. War gut. Ist ja auch ein Mod. Aber der quält sich hoch, ne? Kommen wir langsam zurück. Da geht eh nicht. Ich stehe auf die Bremse. So ein Sauwetter hier. Hätte auch kommen können, wenn wir die Erde fertig haben, ne? Aber gut, das haben wir in Thüringen vom Regen gehabt, ne? Also in der Karte hier quasi. Ups, die auskippen, nicht auskippen, nicht auskippen. Er nimmt was ungünstig weg, ich muss ja da noch hoch. Was haben wir ungefähr an? Ich glaube 3 Millionen. Schon sehr gut verdichtet, also von daher kann man nicht klagen. Drei Millionen, ne? Zwei, ja. Ich hatte überlegt gehabt, ob wir den Ball nicht alle pressen, also Stroh pressen und dann den Ball einlagern. Aber da geht der Lose auch ganz gut. Verkaufen geht Lose nicht, das ist nicht vorgesehen. Aber ich denke mal, Stroh wird eh nicht viel Geld bringen. In Anführungszeichen, also das wir für ein Lager voll kriegen. Mensch von der Fabrik noch im Extremfall ist Lagerverbuch 3. Mal sehen, ob das funktioniert. Weiß auch nicht genau. Und wenn wir Stroh übrig haben, kann ich ja mal probieren. So. Da die Ecke noch und dann die Ecke vorne. Und dann hier den Rest verdichten und dann entsprechend hier zumachen.
macht er sehr gut. Das Ecke ist immer perfekt. Ein bisschen mitnehmen, so haben wir schon. Haben wir festgefahren. Genau, links. Jetzt haben wir noch einmal den Rest. Oh, nächste Ladung schon. Versuchen hier vorne hinzuschmeißen noch. Versuchen wir, ne? Gut, leer. So, jetzt fertig. So, das haben wir jetzt, 30%. Vertue. Gut, bei Jove. Ideale Technik dafür, groß, schwer. Geländegängig.
Ah, das Gesicht machen wir fertig, ne? Die 3% schaffen wir auch noch. 2% noch. Ein Prozent noch. Oh, Ton der Wahrheit. So, abgedeckt. So, liebe Schauer, sieht aus Winter, ne? Das war's für heute gewesen. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal viel so wie Winkel. Ciao, ciao. Und der Silo kann jetzt gern. So, mach die Flare nicht kaputt. Gut. Fertig. Tschüss, bis, ja, vielleicht morgen, ne? Dienstag, vor der Liste. Tschüss.